Es ist die Horrorvorstellung schlechthin. Man kommt nach Hause, freut sich auf einen gemütlichen Abend und wird von einer aufgebrochenen Haustür begrüßt. Die Wohnung verwüstet, Fernseh, Schmuck und andere Wertgegenstände futsch. Jeden Tag werden in Österreich im Schnitt 35 Einbrüche verübt. In den Wintermonaten und in der Urlaubszeit sind Einbrecher besonders aktiv. Heute bei uns im Gespräch Manfred Schlierenzauer von der Firma Citex Smart Security, einer, der weiß, wie die Täter ticken und vor allem, wie man sich und sein Zuhause besser schützen kann. Ebenfalls im Studio begrüßen wir Herrn Roland Schweighofer, ehemaliger Kriminalbeamter des LKA Tirol. Herr Schlierenzauer, wie sind Sie in der Sicherheitsbranche gelandet? Was waren Ihre Beweggründe bzw. Ihre Motivation? Ja, wie ich dort gelandet bin, ist eigentlich ganz einfach. Ich habe einen Job gesucht. Und das größte Sicherheitsunternehmen Österreichs hat Mitarbeiter gesucht mit einem gewissen Erfahrungsschatz in der Kommunikationstechnik und habe mich beworben und ich habe dann die Selektion geschafft und habe dort dann anfangen können als Bereichsleiter für die Sicherheitstechnik. Und mein Motivator dorthin sitzt ein bisschen rechts von mir, weil der hat mich gleich bei meinem ersten Termin so auflaufen lassen in der Sicherheitsbranche bezüglich elektronischen Schließzylinder oder normalen Schließzylinder, wenn man Alarmanlagen mit Schlüssel scharf und unscharf schaltet, wie das eigentlich leicht manipulierbar ist, da bin ich schon mal eingefahren. Und die Motivation ist dadurch noch mehr gewachsen, dass ich sage, ich möchte wirklich Sicherheit für Personen, Schutz der Personen machen, damit die Person in erster Linie die Person geschützt ist. Und dadurch ist Ihre Zusammenarbeit entstanden? Die Zusammenarbeit ist dadurch entstanden, weil ich ja beim Landeskriminalamt gewesen bin, über 25 Jahre. Und da war ich die letzten 12 Jahre in der Kriminalprävention und da haben wir immer wieder Veranstaltungen gehabt, so Rothof-Shows mit der Wirtschaftskammer und dergleichen, wo wir auch verschiedene Firmen eingeladen haben, unter anderem auch Mechanik und elektronische Sicherheitsfirmen. Und da war ein Teil davon der Manfred und aus dem Ganzen aus ist da eine jahrelange, aus der jahrelangen Zusammenarbeit ist dann die entsprechende Freundschaft entwachsen und da haben wir uns dann gesagt, wir tun weiter. Wie entwickelt sich die Kriminalität in Tirol in den vergangenen Jahren? Lassen sich Trends ableiten? Ja, da tun wir immer jetzt als Richter für Sicherheitstechnik oder als Lösungsanbieter bin ich da jetzt eigentlich in der Zwickmühle, dass ich das beantworte, weil das sollte eigentlich die Erfahrung sagen. Und die Erfahrung hat der Roland aus der Kriminaltechnik und aus kriminaltechnischer Sicht, kann ich diese Frage sicher besser beantworten wie ich. Ich zähle ja davon, wir ergänzen uns in dem Bereich, weil er natürlich die Erfahrung hat und wie sich das entwickelt. Und man sieht ja, was derzeit in Tirol passiert, mit Bankomatspringen und so weiter. Aber da kannst du, glaube ich, mehr sagen. Ja, es war natürlich jetzt die letzten Monate durch das ganze Covid-Pandemie, was da gewesen ist, ist natürlich die Kriminalität, wie man sagt, in den Medien hat schon zurückgegangen, das ist richtig. Weil es haben ja sogar die sogenannten Einbrecher dann Angst gehabt, dass sie sich durch den Covid-Virus eben anstecken könnten. Nur weil es jetzt wieder schaut, jetzt mal durch das, dass wieder mehr die Leute wieder mehr unterwegs sind, wird auch das wieder steigen, dass die Einbrüche sind, wenn man es jetzt gesehen hat, auch Bankomatsprengungen, Einbrüche, Fenster. Also, und ich sage immer, jeder Einbruch ist schon zu viel, weil das einfach, es geht nicht immer das darum, was daheim aus dem, ob das jetzt ein Haus ist, ob das eine Wohnung ist oder eine Firma, eine Villa. Es geht nicht darum, um einen materiellen Schaden, aber das Schlimmste für die Leute ist nach einem Einbruch die zerstörte Psyche. Da war jemand in meiner Wohnung, in meinem Haus, der was in meinen Privatsachen umgeholt hat. Und das ist dann ein Faktor, der jahrelang bei den Leuten anhaltet, die Angst jahrelang anhaltet. Und dann teilweise trauen sie sich nicht mehr aus. Wir haben auch schon Fälle gehabt, wo sie danach die Wohnung oder das Haus aus der Angst heraus verkauft haben. Ja, da habe ich zwei Fälle gehabt, zum Beispiel in Tirol. Man sagt immer Tirol, das gelobte Land, also bei uns auch in einem hintersten verwinkelten Eck im Unterland oder im Oberland, das ist dann egal, haben wir schon die Fälle gehabt, dass wirklich die Häuser dann verkauft worden sind, weil halt die Kinder vor den vermummten Personen gestanden sind, die wo zu der Zeit nichts im Haus verloren haben. Und die Kinder noch nicht mehr schlafen haben können, die haben in die Hose gemacht. Und das ist eigentlich das Gros. Es geht nicht darum, dass er mal was wegnimmt, was versichert ist, sondern der war in meiner Privatsphäre und da kann er was verloren. Vor allem, wenn er nachher gerade im Intimbereich, sprich Schlafzimmer und dergleichen, wenn sie teilweise da das Ganze auf den Kopf stellen. Gell? Und wie gesagt, da ist dann schon die Angst. Und die Angst ist nicht nur ein Privileg der Frauen. Ich habe ja viel kriminalpolizeiliche oder kriminaltechnische Beratungen gemacht, wo auch viele Männer dabei waren, die was gesagt haben, sie haben Angst. Die ist dann auch zu der Angst. Und vor allem auch ist für ihn nicht fein oder für den Partner, wenn er weiß, er geht aus dem Haus. Und dann ist die Angst nach wie vor präsent, weil das kann ich nicht mit einem Klick dann wieder ausschalten, weil man einfach nie sicher ist. Es gibt im Prinzip drei Arten von Einbrüchen. Das eine sind die Tageswohnungseinbrüche, das nächste sind die Dämmerungseinbrüche.
Regierungswohnungseinbrüche, die dann im Herbst durch Beginn der früheren Nachtzeit eben sind und dann die Nachteinbrüche. Und unter dem Strich gesehen haben wir eigentlich mehr Tageseinbrüche, weil unter dem Tag der Täterschaft, der oder die Täterschaft hinleitet, wartet, leitet er zweimal und dann weiß er, dass niemand zu Hause ist und dann passieren die Einbrüche. Und alles, da geht's, deswegen ist auch immer wichtig, der Faktor Zeit. Da gibt es also eine Regel, wo sie so Studien gemacht haben, alles, was länger wird, 2 bis 5 Minuten dauert, ist die normale Täterschaft nicht so bereit zu investieren, weil dann wird es für ihn selber zu stressig. Wie gehen Sie bei einer typischen Beratung Ihrer Klienten vor? Ja, ist eigentlich, eine typische Beratung gibt es nicht. Das ist, jede Situation erfordert ein eigenes Sicherheitsbedürfnis. Und ich muss eigentlich, für mich ist das Wichtigste, mit den Personen zu reden, vor Ort die Gegebenheiten zu kennen. Es gibt oft Anrufe, wo mir einer anruft und sagt, er möchte eine Videolösung, ich soll ein Angebot machen. Und ich dann sage, ja, wann treffen wir uns? Und er sagt, da will ich nur 4 Kameras. Und dann muss ich sagen, ja, aber es tut mir leid, ich kann nichts offerieren, wenn ich nicht weiß, was sie sehen wollen, wann sie es sehen wollen und wie gut die Qualität dann sein muss. Oder? Da gibt es ja auch viele Unterschiede. Und das ist so individuell und das muss eigentlich immer auf die Situation, die Gegebenheit, der Ort, es ist, je nachdem, wo bin ich, was habe ich da für Risikogefährdung, fällt wieder in den Kriminalbereich ein, oder? Wo ich sage, ja, ist da wirklich ein gehobenes Klientel, bin ich jetzt da am Waldrand, wo ich schnell überall hinflüchten kann, wie es jetzt erst der Vorfall in Netzalbahnhof wieder der Fall war, von einem Kunden von mir, oder? Wo um 4 Uhr in der Früh der Mitarbeiter kommt und 3 vermummte Gestalten stehen vor der Eingangstür. Das sind halt all so Dinge, wo ich sage, das ist individuell. Da muss man wirklich vor Ort sich das anschauen, zusammensitzen und privat, muss ich auch sagen, ein Privathaus, eine Person privat zu schützen, ist anspruchsvoller, auch kriminaltechnisch und von der Sicherheitstechnik her, als wie jetzt eine Bank zum Beispiel abzusichern. Weil das ist, eine Bank ist ein Standard, der aber vorgegeben ist und dann ist das erledigt. Ich würde ergänzen zum Anfang, möchte ich sagen, wir erstellen eine sogenannte Schwachstellenanalyse, wo wir uns das Objekt, ob das eine Wohnung, ein Haus, eine Firma, was auch immer das ist, wir schauen uns das an, wie der Anfang gesagt hat, die örtlichen Gegebenheiten, welche Gefährdungslage ist gegeben, wo befindet sich das, wie ist die Infrastruktur, genau. Und aus dem Maße wird noch ein maßgeschneidertes Sicherheitspaket für den Kunden nachher erstellt. Welche Empfehlungen geben Sie grundsätzlich, um das Eigenheim zu schützen? Ja, grundsätzlich gibt es so minimale Standardempfehlungen. Es kommt immer davon, beim Neubau, so wie momentan wird gerade in Heimatort nimmst, wird sehr viel gebaut, oder? Und wenn ich jetzt sehe, Gemeindegründe und so weiter, gibt es klare Empfehlungen, Fenster abzusichern, vom Fensterlieferant schon klar zu sagen, ich baue dort schon jetzt die Magnetkontakte ein, die habe spezielle mechanischen Schutz mit diesen berühmten, wie sagst du immer, Pilzzapfen, oder? Wo ich sage, da habe ich schon mechanisch schon so viel gemacht, dass ich einen kleinen Standard schon im Vorfeld schon erreichen kann, wo das Haus schon sicher ist. Wo ich sage, okay, ich habe ein Motorschloss, ich habe vorne eine Sirene, ist eines der wichtigsten Dinge außen an einem Gebäude, weil das präventiv zeigt, die Präventivmaßnahme als solches, oder? Wo wirklich zeigt, Moment, das Objekt ist gesichert. Weil ein Großteil der Einbrecher, glaube ich, ist ein Spontaneinbrecher, oder bin ich da richtig? Ein Spontaneinbrecher, beziehungsweise werden sie auch teilweise ausgelotet. Es kann sein, dass ein verliebtes Paar vorbeigeht. Wie gesagt, das ist zu unterschiedlicher Tages- oder Nachtzeit. Faktum ist, die Objekte werden wirklich ausgelotet und die gehen dann zielgerichtet. Da kann nur eine, der geht nicht dreimal ums Haus rum, der geht hin, als wenn er da ist. Und vor allem, wenn das, wie ich schon gesagt habe, unter dem Tag passiert, gell, und da steht ein Auto da, das ist nicht so wie früher, wo sie mit ausländischen Kennzeichen da gestanden sind. Heute stehen sie mit einheimischen Kennzeichen da und dann machen sie den Einbruch. Und dann ist das ist eben da. Wichtig ist, dass man heute, wie der Manfred gesagt hat, bei der Planung schon, dass man gewisse Sicherheitsklasse, da gibt es verschiedene Sicherheitsklassen, WK1 oder RC1, Residentklasse, zuerst hat man gesagt Widerstandsklassen, in Österreich ist nur Widerstandsklassen. In der Zwischenzeit ist eben Residentklasse 1 bis 2, Maximum 3. Ich meine, es gibt nachher für besonders gefährdete Personen gibt es noch höhere Standards. Aber dass man zumindest bei manchen Sachen Widerstandsklassen 2 bei den Fenstern, bei den Türen, bei den Kellerschächten macht, weil da bin ich mal schon relativ auf dem Guten sicher. Und ergänzend dann die Elektronik. Weil das Zeitfenster wird die Täterschaft immer nur durch die Mechanik genommen und ergänzend dazu eine gute Elektronik, wo praktisch dann die Täterschaft im Vorfeld schon sozusagen das ausselektiert und dann auch von Einbruch absieht. Ja, muss ich ergänzen. Zeit, wie du sagst, ist ein wesentlicher Faktor. Das mechanisch ist ja ganz wichtig, die Mechanik, weil die schützt natürlich. Die Mechanik brauche ich, wenn ich schwer ein Fenster aufkriege, dann habe ich einen langen Zeitfaktor. Oder? Durch das ist ein Täter, wenn er lang arbeiten muss,
eher schon bereit, dass ich sage, okay, das dauert mir schon zu lange, ich bin wieder weg. Und jetzt kann ich schon mit der modernen Videotechnik zum Beispiel, kann ich hergehen, ich lasse ihn schon gar nicht so weit, zu meinem Fenster zu kommen. Ich detektiere den schon an der Grundgrenze, oder? Ich war schon an der Grundgrenze, um 2 in der Früh, da hat niemand drüber zu gehen. Und das kann ich mit Wärmebildkameras, mit Videoanalyse machen. Riesenschlagwort ist momentan in allen Medien Gesichtserkennung. Das ist ein Riesenthema, wo ich sehr viel machen kann in der Sicherheitsbranche. Das wird uns noch lange beschäftigen. Weil da kann ich schon wirklich sagen, der kommt schon gar nicht so weit. Ich weiß schon, diesen Zeitfaktor habe ich schon so verkürzt, dass ich weiß, wenn einer kommt, ungewünscht, dass ich darauf schon reagieren kann. Und dann ist natürlich wichtig, wie was passiert dann. Weil Alarmanlage allein oder ein Sicherheitsfenster allein ist zu wenig, um eine Sicherheitslösung zu machen. Und wir sehen es immer als Ganzes, als eine Lösung und individuell, weil ich muss es gesamtheitlich sehen. Wer kommt? Dann kommt die Polizei, kommt der private Sicherheitsdienst, habe ich meine Aufschaltung von der Alarmanlage aufs Handy, was wir eigentlich als No-Go sehen, weil was nützt mir das, wenn ich einen Notruf absende und ich werde selber angerufen, zum Beispiel? Also das sind wesentliche Faktoren. Es kommt immer davon, was ist schon da, wie kann ich es machen, ich kann alles verkabelt machen, ich kann alles mit Funk machen. Ich habe halt so viele technische Möglichkeiten, aber der Faktor Zeit ist eigentlich das Wesentliche. Und natürlich die Prävention. Und in der gesamtheitlichen Lösung ergänzen wir uns ein paar, wie gesagt, weil man diesbezüglich in der Konstellation, wo es ja keine zweite gibt, weil man es da wirklich in die individuelle Lösung für die Kunden, ganz egal, ob das ein kleiner, ein mittlerer oder eine große Kundschaft ist, das geht natürlich auch, wenn das eine hohe Gefährdungslage ist, bis hin zum Panikbereich, wo man halt noch wieder weitere Schritte setzen muss. Und da haben wir uns diesbezüglich eben spezialisiert, wo wir da wirklich maßgeschneiderte Lösungen anbieten können. Also wenn ich das richtig verstehe, dann ist auch im Privatbereich beginnt der Schutz bereits an der Grundstücksgrenze. Selbstverständlich. Ja. Unbedingt. Heutzutage, ich muss auch nicht einen riesen Zaun bauen. Gell? Viele meinen, ich mache da einen riesen Mega-Zaun hin, der Unmengen von Geld kostet. Ich kann einen ganz normalen Zaun machen, ich kann einen natürlichen, einen bewachsenen Zaun machen, mit Duin zum Beispiel. Oder? Und mit der dementsprechenden Videotechnik kann ich genau einen virtuellen Zaun erstellen. Und ich kann heute analysieren anhand von Gesichtserkennungen. Okay, jetzt kommst du zum Beispiel heim, passiert gar nichts, aber du hast eine Person im Hintergrund, die nicht in der Datenbank ist, da wo du eigentlich in einer Bedrohungslage schon bist, oder? Dann kann man schon hergehen und sagen, okay, ich kann da schon drauf reagieren und kann dementsprechend Maßnahmen setzen. Da ist noch immer wieder richtig ein Alarmplan im Hintergrund und solche Dinge. Das ist eigentlich maßgeblich, um eine Sicherheitslösung, um einen wirklichen Schutz zu gewährleisten. Weil Faktum ist auch, weil das, was die Leute haben vergessen, was der Manfred schon gesagt hat, gerade bei der Planung, Umbau, Neubau, Zubau, dass man, das, was die Leute alle glauben, sie kaufen wunderschöne Fenster, Türen, alles. Aber wenn ich halt nur ein Standard habe, mache ich ein Standardfenster. Ich rede jetzt aber immer vom geschlossenen Fenster, weil ein gekipptes Fenster ist schon versicherungsmäßig ein offenes Fenster. Das mache ich im Sekundenbereich auf. Und genauso bei einer Tür. Wenn ich da nicht eine Sicherheitstüre habe, ich muss jetzt nicht eine Sicherheitstüre 4, 5 oder was haben, aber zumindest eine Widerstandsklasse 2, die macht das im kleinen Minutenbereich, wo die geöffnet werden, mit relativ einfach Mitteln, ohne weiß ich gar nicht, wie viel Lärm zu machen. Gerade im privaten Bereich, die Mütter fühlen sich ja auch schon viel sicherer, zum Beispiel auch ich selber. Ich habe ein Kind und habe auch einen Hund und denke mir, wenn der Hund da ist, dann bin ich schon gewarnt. Ist das nicht genug? Ja, ein Hund ist eine gute Lösung, das ist vollkommen richtig. Nur muss man sich die Frage stellen, ist der Hund 24 Stunden im Haus? Geht da nie jemand damit Gasse oder nimmt man einmal irgendwo mit und. Man muss auch da immer aufpassen, was man in den sozialen Medien selber kundmacht. Das muss man nicht selber machen, das können Kinder sein. Nicht vor dem Urlaub, sind wir 14 Tage nicht da. Ja, das ist die Einladung pur. Und Faktum ist, dass da halt viele schauen, was habe ich, welche Gegebenheiten sind. Und dann passieren das. Ich habe Fälle gehabt, wo die Frau oder die Familie eine Alarmanlage gehabt hat. Sie ist einkaufen gegangen, eine halbe Stunde. Und genau in der Zeit ist, weil sie natürlich die Alarmanlage, weil sie ist ja gleich wieder daheim, und genau in deren Zeitfenster ist eingebrochen worden. Und dann hat man natürlich versicherungsmäßig auch wieder ein Problem, weil die Versicherung natürlich das aufgrund der Aufzeichnungen sofort sagen kann, der ist nicht eingeschaltet gewesen, und dann steigt die unter Umständen vom Versicherungsschutz aus, weil dadurch eine Prämienreduktion in Verbindung damit gebracht wird. Ich denke, gerade jetzt im Alltag ist es auch immer ein Thema, dass die Alarmanlagen eine gute Sache sein, aber wenn ich das Handy aktivieren muss, dann ist zum Beispiel bei mir wahrscheinlich 20 Stunden am Tag die Alarmanlage aus, weil dann geht das Kind raus, dann kommt das Kind zurück, dann gehe ich raus, dann habe ich den Schlüssel vergessen, dann gehe ich wieder rein. Und wenn ich draußen bin, und dann komme ich drauf, oh, jetzt habe ich es vergessen. Aktivieren sich die Geräte selber?
Oder müssen die manuell bedient werden? Die müssen nicht mehr bedient werden. Genau, das ist ein riesen, das ist jetzt unterschiedlich, das kommt darauf an. Gell? Im Privatbereich, das merken wir selber, zum Beispiel bei mir, ich habe Sicherheitsrollo gemacht bei mir. Und die Sicherheitsrollo muss ich natürlich über einen Funktaster runterlassen. Mittlerweile ist es so, dass die Frau, der Sohn und ich selber, ohne dass wir aus dem Haus gehen, wissen wir genau, wir lassen den runter. Ich kann das natürlich auch überwachen technisch. Da können wir wieder in den Bereich ein bisschen in das Smart Home hinein. Wobei Smart Home ist ein riesen Thema, aber ich sage, wenn es um Sicherheit geht, weil da verlassen wir einen Bereich, je nach Gefährdungslage, wo Smart Home nicht gerade immer ideal ist. Weil alles, was im Internet ist, ist ja angreifbar. Ich kann aber hergehen und sagen, bei Firmen zum Beispiel macht man das sehr oft, eine automatische Scharfstellung. Wenn ich weiß, alle Mitarbeiter sind draußen, wir haben eine Zeiterfassung, alles in ein System integriert, wo ich wirklich mit Chips arbeite, wo ich jetzt in Zukunft dann auch mit Gesichtserkennung arbeiten kann, oder? Dass ich weiß, okay, es ist niemand mehr da, dann geht die Alarmanlage automatisch scharf. Ist aber immer auch wieder verbunden, was die Polizei natürlich nicht gern mag, mit Fehlalarmen. Weil das nicht immer genau in der Praxis dann auch so abläuft, oder? Und es ist schon so, dass ich Alarmanlage scharf schalten muss und unscharf schalten muss. Gleich wie eine Tür aufmachen muss und zumachen muss. Es kommt auch, wie wir eben schon gesagt haben, deswegen ist immer wichtig, die individuelle Beratung. Was habe ich für Kunden von mir? Wenn ich halt ältere Leute habe und die schalten das zum Beispiel auf die Polizei auf und sie sind mit der Technik, obwohl sie von der Handhabung in den letzten Jahrzehnten sich um vieles vereinfacht haben und sie haben dann lösen mehrmals Fehlalarm aus und dann schalten sie es nicht mehr ein, weil sie Berührungsängste haben, dann nutzt man die beste Alarmanlage nichts. Da kommt man aber wieder zu dem Punkt hin, Entschuldigung, das ist die Konzeptionssache. Darum sind wir wieder zu deiner ersten Frage, kommen wir wieder zurück. Individuelle Beratung, man muss wissen, wie viele Eingänge habe ich, wie viele Personen wohnen im Haushalt, wann kommen sie, wann gehen sie, wie du gefragt hast, oder? Ich habe Kinder, die springen aus und rein. Ich habe einen Pool, kann ich einen Pool absichern? Selbstverständlich, ich kann einen Pool absichern, dass ich merke, wenn jemand reinfällt. Das ist auch immer wieder, dann auch wieder eine Kostenfrage, will ich mir das leisten? Bringt es mir diese Sicherheit, was ich mir wünsche? Und das ist immer das Individuelle. Also man muss da wirklich schon, wie soll ich jetzt sagen, ohne dem Gewerbe der Elektriker nahezutreten. Ein Elektriker hat sein Hauptgewerk in der Elektrotechnik, nicht in der Sicherheitstechnik. Und wenn er sagt, er macht eine Alarmlösung mit, nachher gibt es sicher Elektrounternehmen, die das sehr gut können, weil sie sich damit befassen. Aber nur das so am Rande mitzumachen, ist zu wenig. Weil eben genau diese Fragen da sind. Und dann ist es ja wieder so, wenn ich einen Alarm habe und der normale Elektriker, ohne den jetzt abzuwerten wollen, der hat am Freitagmittag oder Freitagnachmittag zu. Und wann habe ich Alarme? Auf Nacht oder am Wochenende. Und dann überreiche ich nicht. Und deswegen ist dann immer wichtig, auch wohin mache ich die Aufschaltung, damit ich sozusagen einen 24-Stunden-Notdienst habe. Das ist ganz da wichtig. Das sehen wir ja in der Gesamtlösung, oder? Was passiert dann mit dem Alarm? Wo geht er hin? Ist dort jemand immer erreichbar? Das berühmte Wort 24-7. Kommt dann jemand zu mir oder soll niemand kommen oder darf nur eine bestimmte Person kommen? Das sind dann die Anforderungen, was daraus entstehen. Oder? Kommt ein Wachdienst von einem großen Sicherheitsunternehmen aus Österreich? Kommt da ein Mitarbeiter, den ich kenne? Kommt mein Onkel, mein Bruder? Bei Unternehmen ist es zum Beispiel ganz wichtig, dass der eigene Geschäftsführer geschützt wird. Weil der führt das Unternehmen. Was ist, wenn dem was passiert? Wenn dann ein Bedrohungsszenario entsteht vor Ort, oder? Und dem passiert was. Und der hat aber eine Firma zu leiten. Da hängt ja viel dahinter. Also da muss man immer das von allen Seiten betrachten. Ganz individuell. Ja. Gerade auch im Firmenbereich ist es natürlich einmal sehr schwierig. Wie weit kann ich mein Unternehmen absichern, ohne dabei den Datenschutz nicht zu verletzen? Datenschutz und Arbeitsrecht sind wesentliche Faktoren. Mittlerweile, das war früher, zum Beispiel im Videobereich, ist Datenschutz ein Riesenthema. Jetzt auch wieder mit der Gesichtserkennung, weil ich ja meine persönlichen Daten im Prinzip irgendwo in Bits und Codes und Null und Einsen irgendwo speichere. Die Systeme gehen mittlerweile so weit, dass sie datenschutzrechtlich sauber sein, wenn man zertifizierte Produkte verwendet. Also eine Videoanlage von einem großen Discounter will ich jetzt beurteilen als nicht datenschutzkonform, nicht immer. Sind Produkte dabei, die datenschutzkonform sind, aber da muss man halt genau schauen. Und da ist auch wieder, wir kommen immer wieder aufs Gleiche. Was brauche ich, was will ich? Und ich mache eine Videoanlage heutzutage datenschutzrechtlich sauber. Und beim Unternehmen kann ich so weit gehen, dass ich wirklich sage, mit der Gesichtserkennung, die wo mittlerweile Behörden verwenden, gerade im skandinavischen Raum, man weiß auch aus Medienberichten und wir wissen schon länger, dass die österreichische Polizei auch Gesichtserkennung testet. Und da ist es schon, das sind Systeme, die datenschutzkonform sauber sein, weil einfach nicht mehr Bilder übertragen werden, sondern nur noch gesicherte Daten.
Man hört ja immer wieder, dass sie zwar diese Bereiche dementsprechend absichern kann, aber das Video mit Material nicht mein Eigentum ist. Ist das richtig oder kann ich eigenmächtig darüber verfügen? Kann ich mir das jederzeit anschauen? Das kommt jetzt darauf an, ist es im Privatbereich oder im Firmenbereich? Im Firmenbereich ist es natürlich so, dass die Firmen, ja, das ist jetzt datenschutzrechtlich wieder so, dass ich sage, die Personen, die wo der Datenschutzbehörde genannt sind, die wo diese Daten, weil da muss ja eine Meldung an die Datenschutzbehörde machen und es muss jeder Mitarbeiter datenschutzrechtlich und arbeitsrechtlich informiert werden und da muss es auch damit einverstanden sein, dass der Bereich, wo er sich befindet, videoüberwacht wird. Und dann ist es immer so, wenn der muss die Zustimmung geben und dann kann man das auch machen. Und dann, wenn das halt gerade im Firmen- oder im öffentlichen Bereich ist, wo mehr ist, dann ist ja meistens das sogenannte Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, das kann nicht einer abfragen. Das wird normal aufgezeichnet, beziehungsweise die Personen, die was da drauf sind, sind verpixelt. Und im Fall, dass irgendwo was passiert ist, dann brauche ich sozusagen die zwei Personen, die was praktisch das Vier-Augen-Prinzip, dann kann ich das entpixeln und dann kann ich die Straftat, in welcher Form auch immer sich der zugetragen hat, kann ich das anschauen. Aber das ist eine saubere Lösung und das ist ja datenschutzkonform. Und im Videobereich gibt es ja gerade speziell im Industriebetrieben oder bei Produktionen und so weiter viele Einsatzmöglichkeiten, wo schützend auch dazu da sind, oder? Durch die Videoanalyse, durch die moderne. Und wie es so schön heißt, künstliche Intelligenz. Das ist eigentlich ein Videobild zu machen. Wenn wir jetzt eh gerade gefilmt werden, ist jetzt Kameramann, wird mir jetzt böse anschauen, wenn ich sage, ist jetzt keine große Kunst. Die Kunst ist, was ich daraus mache, was ich mit diesen Bildern und mit diesen Videos dann daraus realisieren kann. Oder? Und da gibt es jetzt viele Einsatzmöglichkeiten. Oder? Da kommen wir wieder zu dem Thema an der Grundgrenze, Firmenareale, große Firmenbereiche, wo Material wegkommt, wo wir quasi Unternehmen in Tirol haben, wo ich abgesichert habe, wo über Nacht ein LKW mit Kupfer wegkommt und so weiter. Das kann ich dann absichern und dann passiert das nicht mehr. Gell? Und datenschutzrechtlich, wie du richtig sagst, ist immer das Vier-Augen-Prinzip und die Verpixelungstechnologie, da bin ich datenschutzrechtlich sauber. Kann ich jederzeit mit den richtigen Videosystemen, was ich wieder individuell anpasse, dann das umsetzen. Deswegen sind wir wieder da beim Individuellen. Ich muss mir immer anschauen, was habe ich für Firma, was habe ich für Projekt, damit ich kann natürlich alles überwachen. Das ist nur eine Frage des Geldes, aber deswegen mache ich Schwerpunkte. Wie der Manfred gesagt hat, da wo Lieferungen weggekommen sind, aber wenn ich heute ein Hotel habe, wo ich halt bei mir einen Schwerpunkt mache, Rezeptionsbereich, wo die Safes und dergleichen sind, das kommt immer darauf an. Oder Firmen, dass halt da nicht nur wo der Einbruch ist, sondern auch wo praktisch die ganze Servertechnik steht, dass ich das nicht lahmlege, weil wir haben ja auch schon Fälle gehabt, da haben sie nichts gefunden, da haben sie einen Vandalismus, und wenn eben die ganze der Betrieb steht, weil er sozusagen die Software oder die Hardware sozusagen lahmlegt, dann hat er einen Betriebsausfall und das heißt, da geht der Kunde oder verliert er die Kunden, bei denen natürlich zur Konkurrenz gehen. Also für mich ganz klar, jetzt erkennbar, wo unterscheidet sich der Fachmann von der Alarmanlage aus dem Internet? Es braucht sowohl eine ausführliche Vorausberatung als auch eine Handhabung. Das macht sie ja auch von vorne bis zum Schluss, also von vorne bis hinten? Meine Philosophie oder unsere gesamte Philosophie ist eigentlich ganz klar: evaluieren, beraten, betreuen, umsetzen, also realisieren und im Endeffekt das auch servicieren. Das heißt, der Kunde kriegt von uns und da geht da die Komplettlösung. Das heißt, wir schauen, dass wirklich eine Sicherheitslösung da ist. Nicht nur eine Alarmanlage oder eine Brandmeldeanlage oder eine Sprechanlage oder ein Videosystem, sondern das muss ein in sich geschlossenes System sein, dann habe ich eine Sicherheitslösung. Und dazu die Dienstleistung natürlich. Nicht? Die Personen, die wo kommen, wenn ein Alarmfall ist, wenn ein Bedrohungsszenario ist, wer kommt, wen will ich da haben, will ich eine ausgebildete Sicherheitsfachkraft haben, die wo in mein Haus hinein darf. Das ist auch ein Riesenthema. Die Polizei darf nur reingehen, wenn ich richtig bin, Roland, oder? Wenn sie auch was offensichtlich sieht, oder? Die Polizei ist auch kein Schlüsselträger. Weil die waren ja nicht mehr fertig. Ich meine, natürlich kann ich heute die Aufschaltung der Polizei machen, aber die Polizei fährt hin und dann brauche ich jemanden, der was ins Haus kommt. Wenn die Partei nicht da ist, kommt halt die Polizei nicht rein. Wer sollen die das machen? Weil da wird die Streife verständigt, die irgendwo in der Nähe ist. Und das kann ja nicht jeder einen Koffer voll Schlüssel mit haben, das ist unmöglich. Die Polizei wird im Alarmfall sehr wohl verständigt, deswegen gibt es einen Einbruchsalarm, einen Überfallsalarm. Überfallsalarm hat natürlich Priorität gegenüber einem Einbruchsalarm. Aber nachher kommt es immer davon, wer darf rein. Es gibt genug Leute, die im gehobenen Personenkreis sind, die sagen, ich will nur bestimmte Leute, ich will nicht, dass der XY kommt, der will den namentlich kennen und, damit einfach das Sicherheitsgefühl dementsprechend höher ist.
Weil wer ist und wer ist nicht, und das sind schon Sachen, wo ich halt sage, was man halt im Vorfeld auch schon detektieren und aussortieren muss. Weil ich kann natürlich eine Alarmanlage, kann ich halt bei jedem Discounter-Alarmanlage, ich kann mir sie im Internet bestellen. Ich will nicht immer sagen, es kommt immer davon, was will ich damit schützen. Ja, wenn ich halt sage, ich will nur einen Schupfen schützen, weil ich halt da ein bisschen Werkzeug drinnen habe, damit halt das geschützt ist. Aber wenn es halt wirklich um den Schutz der Personen geht, um die Familie, dann muss ich mich halt dementsprechend adaptieren. Dass ich halt sage, das ist mir persönlich das Wert, dass sowohl meine Person als auch die Familie als Gesamtes geschützt ist. Welche Bereiche gehören aus euren Erfahrungswerten auch im betrieblichen Bereich besonders geschützt? Ja, da wo zum Beispiel die ganze Logistik ist, das ist einmal ein Bereich, der Eingangsbereich, beziehungsweise da, wo sich der Kundenverkehr, das kann auch sein, wo viel Kunden ist, weil wie gesagt, das kommt immer individuell. Wenn ich halt eine Bank habe, wo ich halt sage, ich brauche einen Schalterbereich, dass ich den Bereich habe, damit ich weiß, welche Personen kommen rein, welche gehen raus. Im Prinzip ist immer der Schwerpunkt. Ich meine, wenn ich halt eine Garage habe und da stehen nur Schreibtrochen drinnen, dann werde ich nichts tun. Wenn ich aber da halt einen entsprechenden Vorpark drinnen habe, dann werde ich auch den dementsprechend mit sich. Es kommt immer darauf an, was hat der Kunde, was will er und wie hoch will er denn, wie viel ist ihm das Ganze wert, dass sowohl er als auch seine Familie mit seinem ganzen Wert geschützt ist, wie ich schon gesagt habe, weil das ist wirklich, wenn ein Einbruch ist, dann wird natürlich aus der Panik raus, wird alles gekauft. Ob es einen Sinn ergibt, ist eine andere Frage. Deswegen ist wichtig, dass man das im Vorfeld macht, weil da habe ich Zeit, aber unter Stress kann ich mal, und das nutzt natürlich auch andere Firmen, das nutzen auch viele aus, dann verkaufen sie dann alles, wo man dann sagt, das hat ja mit der Sicherheit nichts mehr zu tun. Aber zum Beispiel, wenn wir gerade auf Betriebe zurückkommen oder Gewerbe, da gibt es ganz tolle Lösungen. Ich spreche bewusst jetzt ein Vernebelungssystem an. Im Endeffekt gibt es einen Schutznebel, wo ich dann auch hergehen kann, wo ich auch privat nutzen kann, wo ich wirklich sage, wenn ein Einbruch stattfindet, bewusst Einbruch, nicht Überfall, bewusst Einbruch, kann ich wirklich mit einem Vernebelungssystem, was rückstandslos ist, diesen Bereich komplett so mit Nebel zünden, dass ich da meine Hand nicht mehr sehe. Und dann hat die Täterschaft eigentlich das Ziel, was sie verfolgen wollen, können sie nicht mehr verfolgen, weil sie sehen nichts mehr. Sie können da nicht mehr rein, sie sehen da drinnen eigentlich gar nichts mehr. Und ich habe das wirklich rückstandslos. Wir haben große, namhafte Juweliere, Uhrengeschäfte in Österreich wie in der Schweiz, habe ich jetzt ein paar gemacht, wo wir damit abgesichert haben, die jetzt natürlich auch eine Ruhe haben, weil die Täterschaft geht die Auskundschaften, gerade in einem Handelsbetrieb, in einem Uhrengeschäft, beim Juwelier, kann beim normalen Mediamarkt sein zum Beispiel, dass sie Auskundschaften gehen, weil sie halt einen Auftrag bekommen haben, gewisses Material zu beschaffen, haben wir auch schon gehabt, oder? Oder in einem Sportgeschäft, und dann kann ich zum Beispiel mit solchen Lösungen auch da effektiv dagegen arbeiten, weil die sehen dann natürlich auch, okay, die haben die Systeme, da holen wir nichts, da brauchen wir nicht. Weil gerade in der Modebranche, ganz wurscht, Optiker, Juweliere und ja. Das Ganze, das sind ja Großteil, das sind ja das Auftragssachen. Weil wenn der halt von mir die neue Modekollektion kriegt und dann hat der das Problem, wenn der wegkommt, wie das am meisten ist, die wissen, wann die Lieferung kommt, das wird ausgelotet und dann holt er, dann hat der Geschäftsmann das Problem, er kriegt keine aktuelle Ware nach, muss die Ware aber zahlen. Er kriegt aber nur praktisch einen Einkaufspreis, aber nicht den Verkaufspreis. Das heißt, wir haben schon Fälle gehabt, da hat er noch zusparen müssen, weil er 3 Monate nichts mehr kriegt. Aber wenn er Glück hat, kriegt er noch Restbestände, aber nicht mehr die aktuelle Ware. Und das sieht sich überall, wo hochpreisige Waren drinnen sind, haben wir das aus der Dienstzeit raus, wo wir immer wieder solche Fälle gehabt haben. Aber Unternehmen haben auch viele Ansatzpunkte, aber die sind halt klar vorgegeben. Was will ich schützen im Unternehmen, um auf die Frage genau zu kommen? Das sind eigentlich das Firmen-Know-how. Wo sind meine Werte, dass der Betrieb nicht manipulierbar ist, wie du gesagt hast. Ne? Dass ich wirklich sagen kann, okay, ich bin nicht gefährdet in der Produktion und habe Ausfälle und dadurch Verluste. Das kann man eigentlich alles mit der Sicherheitslösung dann anbieten. Und natürlich auch immer mehr auch der Schutz der Mitarbeiter. Oder führende Mitarbeiter, wo ich weiß, okay, wenn der in eine Gefährdungssituation kommt, kann man ihn dementsprechend schützen. Reisebegleitung ins Ausland zum Beispiel und solche Dinge. Oder wo ich wirklich sage, okay, in neuralgischen Punkten jetzt eine Windanlage aufstelle, dann muss das dementsprechend die Mitarbeiter geschützt sein. Ihr persönlicher Tipp noch zum Ende. Wie schützen wir unsere eigenen 4 Wände am besten? Am besten? Blendet jetzt meine E-Mail-Adresse ein und ruft es bei mir an. Nein, sich ordentlich beraten lassen. Nicht gleich kaufen, wie der Roland auch schon gesagt hat, nicht in der Angst oder in der Situation, weil man hört, da passiert gerade viel und so weiter.
impulsiv bin ich auch oft selber zu reagieren und ich kaufe jetzt gleich was und jetzt bin ich erlaubt, sich also wirklich das ein bisschen mit Bedacht angehen und sich beraten lassen. Weil es ist individuell, oder? Und es muss davon abgestimmt werden. Da kann ich nicht irgendwo in einem Discounter irgendwo was kaufen. Weil wenn ich heute einen Hausbau, einen Umbau mache oder sonst was, dann informiere ich mich auch, welche Firmen, wer macht was, was möchte ich, was will ich und, und. Und wenn man dann ab und zu schaut, dann kann man super Produkte nehmen und bei der Sicherheit wird gespart. Nur bei der Sicherheit im Nachhinein, das ist so, wie wenn ich ein Auto zuerst kaufe und dann möchte ich das und das Zubehör haben. Wenn ich es im Nachhinein kaufe, ist es halt viel teurer. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich, bevor man sagt, ich möchte was machen, dass man sich wirklich informiert. Natürlich durchs Internet, man kann sich viele Sachen aus dem Internet holen. Aber trotzdem bin ich der Meinung, die individuelle Beratung, die was wir ihm anbieten, die ist doch nichts ersetzbar, weil wir wirklich auf den Kunden eingehen und das findet er im Internet. Er findet Lösungen, wo er sagt, das und das kann ich machen. Aber wie gesagt, in dem Fall muss ich einfach sagen, geht es ums Individuelle, weil da viele Faktoren ist, wo er im Internet keine Antwort findet. Und es ist eigentlich egal, ob es ein Neubau oder Bestandsbau ist. Also wenn ich eine Sicherheitslösung will, wir haben auf eigentlich egal, wie das Objekt gebaut ist, wo es ist, ist es auf irgendeiner Insel oder bei uns da, wir können das lösen. Also das ist überhaupt kein Thema. Also wichtig ist, wie Roland schon sagt, eigentlich der Tipp, es ist individuell, auf jeden Maß geschneidert, wie ein Maßanzug und wie von einem Facharzt die Beratung. Und so muss man eigentlich mit dem Thema Sicherheit umgehen. Nachher ist man sicher, wirklich sicher. Ja. Vielen Dank. Wir von Oberland dabei verabschieden uns bei unseren Gästen im Studio und bei Ihnen zu Hause fürs Zuschauen. Alle wichtigen Daten findet ihr wie gewohnt auf www.oberland-dabei.at.